Eine weitere militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine würde sehr schwerwiegende politische, wirtschaftliche und strategische Konsequenzen für Russland nach sich ziehen. Wir erwarten von Russland nun eindeutige Schritte, um die gegenwärtigen Spannungen in der Region zu verringern. Deeskalation ist das Gebot der Stunde. Zugleich sind wir bereit zu einem ernsthaften Gespräch mit Russland, zu einem Dialog über Fragen europäischer Sicherheit.